Wir sind Kollegen. Und nicht mehr, nicht weniger. Zwischen uns läuft nichts. Ich möchte, dass du das akzeptierst. Wenn dieses Boot für alle Formen von Beziehung und Familie gedacht ist, kann ich doch sicher auch mal eine Tour mit Oliver machen. Ich mag Frau Haberland. Wirklich. Und ich finde es bedauerlich, wenn publik werden würde, dass die Äbtissin eine Affäre mit einem stadtbekannten Politiker hat. Sie erpressen mich? Nichts läge mir ferner. Ich habe nur eine Vermutung geäußert und freue mich für Sie, dass diese zutrifft. Die Äbtissin ist wirklich eine warmherzige und lebenslustige Frau. Es steht Ihnen kein Urteil über Christa Haberland zu. Ich kenne sie ja gar nicht. Im Gegensatz zu Ihnen. Wenn Sie glauben, Sie können mit meiner Verbindung zu Frau Haberland die Gewerbegenehmigung erpressen, haben Sie sich getäuscht. Ihre Verbindung zu Frau Haberland hat nichts mit meinen Geschäften zu tun. Lassen Sie mich nicht unter Druck setzen. Natürlich nicht. Ach, Herr Oberarzt. Was für eine Überraschung. Soll ich wieder gehen? Ich muss das erstmal verdauen. Wie konntest du vor Dr. Engels derartig den Kopf einziehen? Geht das jetzt wieder los? Warum sabotierst du meine Forderung auf gleichberechtigte Zahlung? Ich verstehe es nicht. Mit offener Konfrontation erreichst du bei Engels gar nichts. Ach bitte. Dir geht's doch nur um deine Karriere. Alles andere ist dir vollkommen egal. Wer von uns beiden fängt denn gerade schon wieder über den Job an zu reden? Es ist mitten in der Nacht. Ich komme gerade aus diesem Kloster. Und ich habe keinen Bock, über die Klinik zu sprechen. Möchtest du auch ein Glas Wein? Nein. Wie war's denn mit Steffen? Guter. Ich bin hundemüde. Ich restauriere gerade mit Oliver zusammen eine Kommode für seine Freundin. Morgen ist weiter. Ich werde an euch denken. Ohne dich wäre er garantiert nicht nochmal auf mich zu. Doch, das wäre er. Er ist dein Sohn. Schmuddelwetter. Du, ich glaube, ich gehe jetzt gleich in die Koje. Ich muss morgen früh raus. Ach so. Dein Bootsausflug mit Gesa, hm? Was ist das? Folsäure, Vitamin B12. Fördert das Wachstum unseres Kindes. Junge oder Mädchen, was wäre dir lieber? Du, das ist mir völlig egal. Hauptsache gesund. Sicher wächst da gerade ein perfektes Gebaren ran. Dafür werde ich schon sorgen. Ja, dann wird vielleicht sogar ein Matrose aus ihm. Was ist das denn? Lüneburger Kaufimmobilien? Ja, überleg's dir gut. Wenn ich mein Haus auf Rügen erstmal verkauft habe, dann werde ich hier sesshaft. Hey, gibt's was Neues mit der Überführung? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur vorschlagen, vielleicht morgen einen Ticken früher aufzubrechen. Falls wir uns bei den Carstens nicht gleich loseisen können. Wenn wir uns festquatschen, dann schaffen wir die Überfahrt nach Kiel natürlich nicht. Ich glaube, das wird ein total interessanter Turn. Fehmarn, Kiel. Hoffentlich kann ich das noch. Natürlich kannst du das noch. Okay, wir sehen uns dann. Ja, morgen um 11, okay? Ich gebe Paul Bescheid. Mach das. Tschüss. Da bekommt man richtig Lust aufs Meer. Ja. Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich mitkommen möchte. Sie haben Windstärke 5 angesagt. Vielleicht sollte ich doch besser mitkommen. Ach was. Ich bin schon bei Windstärke 7 auf dem Atlantik gesegelt. Kann mich die Ostsee doch nicht schrecken. Hier, alleinstehendes Fachwerkhaus. 120 Quadratmeter, 3,5 Zimmer. Klingt großartig. Leider ein bisschen außerhalb.
Also wenn Nele nicht mitkommt, dann ist da noch ein Platz frei. Ich weiß nicht, wir sind vorher zur Vertragsunterzeichnung bei Bekannten noch zum Essen eingeladen. Ach, deshalb soll ich nicht mitkommen, weil ihr denen das glückliche Ehepaar vorspielt. Ach, Quatsch. Steffen kommt doch auch nicht mit. Ja, aber der trägt doch auch nicht den Familiennachwuchs unter dem Herzen. Guck mal, wäre es nicht wunderschön, wenn wir unserem Kind erzählen könnten, es war schon bei der Überführung deines Bootes dabei. Gesa und du, meinst du denn, das geht gut? Wir sind doch erwachsen. Und sie ist doch diejenige, die von der Patchwork-Familie schwärmt. Und da gehören wir doch wohl dazu, oder? Damit sollten wir Krones Werbung stoppen können. Ach, bin ich eingeschlafen? Sie sind erlöst. Ich habe die einstweilige Verfügung fertig. Brauchen Sie die Ordner noch? Nee, momentan nicht. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen und fahre mal ins Hotel. Das ist ein perfektes Timing. Ich kann Sie leider nicht mehr fahren. Ich habe schon zu viel Wein getrunken. Muss ich eben schneller radeln. Sie können im Gästezimmer schlafen, wenn Sie wollen. Seien Sie vorsichtig. Ich könnte das Angebot annehmen. Ich kann ja nicht riskieren, dass die einstweilige Verfügung verwässert wird. Wollen Sie ein Glas Wein? Ja, gerne. Wenn Sie noch eins mehr trinken. Lieber nicht. Ich schlafe gleich wieder ein. Aber fühlen Sie sich wie zu Hause. Erpressung? Entweder winke ich seine Gewerbegenehmigung durch oder er macht unsere Beziehung publik. Das hat er so gesagt? Glaub mir, es war eine unmissverständliche Drohung. Indirekt, aber das sehr deutlich. Aber Landau hat doch gerade eine Spende geleistet für eine neue Elektrik im Kloster. Gesa Mathiesen hatte von Anfang an recht mit ihren Anschuldigungen. Aber er hat keinerlei Beweise gegen uns. Ja, die braucht er doch auch gar nicht. Es reicht, wenn er das Gerücht verbreitet. Stimmt. Dann ist dein und mein Ruf ruiniert. Naja, den Ärger bekommst in erster Linie du, als Äbtissin. Ja, weil ich mich verpflichtet habe, allein zu leben. Was machen wir denn jetzt? Ich kann den Prozess der Gewerbegenehmigung beschleunigen. Auf keinen Fall. Willst du reden? Ich habe mit Frau Mathiesen gesprochen. Sie hat mir auch dazu geraten, mich meinem Vater anzunähern. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Rüdiger war immer für mich da. Er hat alles für mich getan. Ich hatte eine super Kindheit, eine tolle Ausbildung. Und er durfte dich aufwachsen sehen. Ob das immer so toll war. Jedenfalls, wenn ich mich jetzt Steffen annähere, dann fühlt sich das an wie Verrat. Ich glaube nicht, dass Steffen Rüdiger die Vaterrolle streitig machen will. Er will dich kennenlernen. Aber solange er mich das Tempo bestimmen lässt, werde ich ihm eine Chance geben. Ich kann mir vorstellen, dass er am liebsten allen erzählen würde, dass er seinen Sohn endlich wiedergefunden hat. Na, morgen sehe ich ihn wieder. Das finde ich gut.
Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich mich hier so ausgebreitet habe. Ich kann im Bett nicht arbeiten. Müssen Sie nicht mal eine Pause machen? Doch, auf dem Fahrrad. Da formulieren Sie doch sicher Ihre Korrespondenz. Wissen Sie, so ab Kilometer 10, da ist mein Kopf total leer und der Körper funktioniert von ganz allein. Und das ist die totale Entspannung. Was machen Sie zum Entspannen? Jobs ablehnen. Wenn man es sich leisten kann? Das muss man sich vor allem leisten wollen. Ihr Park in Barcelona, der hat mir besonders gut gefallen. Danke. Sie sind richtig gut informiert. Nur über die Fakten. Warum leben Sie eigentlich in Lüneburg? Weil das eine wunderbare Stadt ist, um zur Ruhe zu kommen. Also Ruhe hätte ich gerade mit Ihnen jetzt nicht in Verbindung gebracht. Ich will Sie nicht länger bei der Arbeit stören. Gute Nacht. Ebenfalls. Paul, jetzt steh endlich auf. So lange ist es nicht mehr hin, bis dein Vater uns abholt. 3 Stunden. Mhm. Der dreht sich bestimmt noch mal um im Bett. Unglaublich. Morgen. Morgen. Herrlicher Morgen für einen Segeltörn, oder? Du hast doch nichts dagegen, wenn Sophie mitkommt, oder? Ehrlich gesagt doch. Ich hab was dagegen. Entschuldige, ich dachte immer, du redest immer von Patchwork und da dachte ich, das wäre kein Problem. Also Sie schließen mich und das Kind Ihres Ex-Mannes also aus? Entschuldigen Sie, Frau Schwarz, Sie werden bestimmt noch genug Gelegenheit mit Tim finden für das Boot. Ja, aber gerade die erste Fahrt war uns wichtig. Weil wir dann unserem Kind sagen könnten, dass es von Anfang an mit an Deck war. Das ist die Überfahrt meines ersten eigenen Bootes. Und die möchte ich gerne entspannt genießen. Und das kann ich nicht, wenn Sie dabei sind. Auszeit. Sophie, komm. Es handelt sich wirklich nur um ein paar Stunden, okay? Nächstes Wochenende, da fahre ich mit dir, wohin immer du möchtest. Ja? Okay, komm. Bis gleich. Ja. Ach, Rosa, kannst du nicht für einen Moment deine Bewerbung weglegen? Die Bilder, die Paul und ich rausgesucht haben, passen einfach nicht. Ich muss noch mal zu ihm. Hast du einen kleinen Kaffee? Nee. Ah. Guten Morgen. Ach, hallo Mama, sag mal, trinkst du einen Kaffee mit mir? Rosa ist nur noch mit ihrer Bewerbung für Afrika beschäftigt. Oh Kind, Kaffee, du weißt. Ach, nicht so meins, aber ich leiste dir sehr gerne Gesellschaft. Tschüss, Morgen. Johanna. Und tschüss. Tschüss. Tschüss nochmal. Ja, bitte setz dich doch. Danke sehr. Du, sag mal, Rosa hat erwähnt, dass du auch an einem Seniorenprojekt arbeitest. Wieso auch? Ah, ach du. Ich dachte schon, der Referent für Soziales hätte irgendetwas aus der Schublade gezogen. Nein, aber bitte darf ich fragen, um welches Projekt es sich dabei handelt? Eine Altersresidenz. In der Nähe des Stadtkerns gelegen, infrastrukturell hervorragend angebunden und dennoch ruhig. Also ein Altersheim? Ein Wohnkomplex mit Appartements, die den Bedürfnissen der Senioren entsprechen. Ach. Und du weißt ganz genau, was die Bedürfnisse von Senioren sind. Allerdings. Nachdem ich diverse Studien zu Lebensgewohnheiten und Wünschen der Senioren durchgearbeitet habe. Mhm. Also dann bitte lass dir von einer Seniorin sagen, dass Senioren am Leben teilhaben wollen. Die wollen gebraucht werden. Thomas, ich plädiere daher für ein Mehrgenerationenhaus. Hm? Laut der Studien wünscht sich das die Mehrheit der Senioren nicht. Die möchten natürlich am kulturellen und städtischen Leben teilhaben. Aber ansonsten ihre eigenen 4 Wände haben. Hin und wieder mal Verwandtschaftsbesuch, aber bitte, mehr nicht. Sag mal, wer schreibt denn so einen Unsinn? Angesehene Soziologen. Die alle nicht älter als 40 sind.
Also Mama, dein Modell vom Ruhestand mag ja für dich gelten, aber du kannst dich von dir auf andere schließen. Jetzt hör mal gut zu, mein Kind. Was mir gut tut, kann auch für andere Menschen meiner Altersklasse nicht so schlecht sein. Siehst du? Da unterscheidet sich der Amateur vom Profi. Der Politiker entscheidet nach Faktenlage. Der engagierte Bürger und der Seniorenbeirat nach Bauchgefühl. Ja, und so sieht's auch aus auf der Welt. Sie kann in meiner Gegenwart nicht entspannt genießen und du stehst daneben und sagst nichts. Scheint dir ja ganz recht zu sein, den Trip mit deiner Ex alleine zu machen. Oh, bitte, Sophie, ich bin mit Gesa nicht allein. Paul ist dabei. Und außerdem glaube ich wirklich, dass es auch besser so ist. Weil ihr beide versteht euch überhaupt nicht. Was habe ich ihr denn getan? Sophie, bitte jetzt keine Diskussion, ja? Ich hab's wirklich eilig. Pass auf, wenn der Kunde aus Bremen anruft, dann gib ihm meine Handynummer, okay? Ich halte dir den Rücken frei. Wie immer. Und dafür bin ich dir dankbar. Wie immer. Sophie. Nächstes Wochenende gehen wir beide segeln. Nur du und ich. Und unser Baby. Hm? Bis morgen. Natur genießen. Und Sie? Ja, ein bisschen entspannen. Der hatte morgen ganz schön früh los. Ja, ich bin Frühaufsteher. Oft machen Sie das aber nicht, ja? Wieso sieht man mir das an? Nee, aber hier am Fahrrad. Also, wenn Sie sich verändern möchten, dann kann ich Sie gerne beraten. Oder kennen Sie sich mit Fahrrädern aus? Nicht wirklich. Ich wollte mich noch für Ihre Gastfreundschaft bedanken. War ja nicht ganz freiwillig. Aber umso schöner. Ich bin gerade auf dem Weg ins Hotel. Kommen Sie mit? Nee, in 10 Minuten öffnet das Gericht. Da will ich mit der Verfügung auf der Matte stehen. So wollen Sie eine einstweilige Verfügung einreichen? Also der Verfügung ist es egal, wie ich aussehe. Später. Tschüss. Paul? Guten Morgen! Paul! Aufstehen! Komm, du, die Bilder, die wir ausgesucht haben, die passen doch nicht so gut. Oh, Mann, Rosa, ey, was sind für Bilder? Meinst du jetzt die Bilder, wegen denen ich nur 4 Stunden geschlafen habe, oder was? Ja, und wenn wir mit dieser Bilderauswahl durch sind, dann müssen wir noch die Artikel scannen. Ja, wie viele Artikel reden wir denn jetzt hier, hm? Sag mal, oder kann man die von den Redaktionen digital abrufen? Rosa, du weißt aber schon, dass ich gleich weg bin, ne? Wie weg? Segeltour mit meinen Eltern vergessen? Aber wir müssen die Bewerbung fertig bekommen. Ja, ich hab's Ihnen versprochen, ich kann das nicht absagen. Aber mir? Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, Mama trifft sich jetzt noch kurz mit Caro und ich soll dich an den Seesack erinnern, der im Keller ist. Okay, ich hol ihn rauf. Paul, mach dich fertig. Mama und Papa holen dich nachher ab. Tschüss, Rosa. Tschüss. Na toll. Jetzt kann ich die ganze Bewerbung alleine machen. Ach, Rosa, ich bin doch morgen wieder da. Bis dahin kannst du doch schon mal eine Vorauswahl der Bilder treffen, ne? Bist du eh bis morgen beschäftigt. Sehr witzig. So, schwinde. Meinst du, was ich vorhab? Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass Steffen und Oliver endlich einen Schritt aufeinander zugehen. Dann setze ich ja deine Patchwork-Idee vielleicht auch noch durch. Du weißt ja, ich war da skeptisch. Sogar bei Sophie. Was? Stell dir vor, sie wollte mit Tim und mir zusammen aufs Boot. Na, die hat ja Nerven. Ja. Und wie konntest du das verhindern? Naja, ich... Tim, hallo. Müssen wir los? Ja, das Auto müssen wir noch bepacken. Alles klar. Und Paul findet angeblich die Seekarten. Oh, typisch. Das ist ja wie ein Familienausflug in den guten alten Zeiten. Ja. Das ist eine Wäscheklammer. Nee, das ist keine Wäscheklammer, das ist eine Fahrradklammer. Ja, was trägst du Fahrradklammern? Seit Torben Lichtenhagen mir Lust aufs Fahrradfahren gemacht hat. Lust aufs Fahrradfahren? Mhm. Ist klar. Jetzt haben wir die Kaffee, ja? Sag mal, was läuft da zwischen dir und dem Anwalt? Du meinst diesen attraktiven, charmanten Typen, der heute bei mir auf dem Gut übernachtet hat und der alles hat, was ein Mann braucht?
aber eben nicht Gunther Flickenschild ist. So, wenn wir den Kram heute noch überführen wollen, dann sollten wir uns jetzt langsam mal die Socken machen. Das machen wir. Machst du einen Schulbruch? Danke. Tschüss, ciao. Bis später. Ihr seht immer noch toll zusammen aus. Tschüss. Oh, ich bitte Sie, Herr von Dahlenburg, Sie leben doch auch lieber mit jungen Menschen, nicht wahr? Anstelle eines Altersheimes. Eben, eben, sehen Sie, na, das dachte ich mir doch. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich. Herzliche Grüße an Ihre liebe Frau. Sie haben mir sehr geholfen. Auf Wiederhören, auf baldiges Wiedersehen. Ja, ja, auf Wiederhören. So. Johanna. Ich brauche deine Hilfe bei meiner Bewerbung. Ja, ja, ich stehe dir gleich zur Verfügung, aber ich habe noch 3 Anrufe zu machen. Weißt du, Thomas und seine Soziologen. Ich werde ihm beweisen, dass Lüneburg-Senioren ein Mehrgenerationenhaus wollen. Johanna Janssen hier. Das sag ich. Aber ich bitte Sie, Herr von Leben, ich muss alles. Ja, sag mal, ich dachte, Sie können doch unmöglich für alte Menschen leben. So, also, 15 von 15 Befragten würden eher in meinem Mehrgenerationenhaus wohnen wollen als in einem Altersheim. Siehst du? Thomas und seine Soziologen. Hubertus, Amelie, wie sie alle heißen. Die stammen doch alle aus deinem Freundeskreis. Ja, natürlich, und? Ist nicht gerade seriös, deine Methode. Wieso? Ja, du hast den Leuten die Antworten, die du hören wolltest, ja regelrecht in den Mund gelegt. Ach komm, Kind, das ist doch wirklich Quatsch. Das sind alles Menschen mit hellem Verstand und wachen Köpfen. Die würden sich doch niemals von mir beeinflussen lassen. Sag mal, hilfst du mir jetzt mit der Bilderauswahl? Sehr gerne. Du, sag mal, kennst du ein Computerprogramm Presenter? Ja, warum? Ja, wunderbar. Dann musst du es mir sofort beibringen. Ich beneide euch so. Ich will Fotos sehen, ja? Ja, aber kannst du doch vielleicht blau machen? Na, solange Herr Flickenschild im Ausland ist. Ist unsere Tochter die Nummer 1 im Dreikönige? Oh, willst du mal für mich mit? Ja, mach das. Kommt ihr schön Lapskaus mit roter Beete? Oh, das ist so süß von mir. Gesa. Ja? Oh, dann grüß Oliver von mir. Passt auf euch. Oh. Ja, Mama, das machen wir. Sollen wir die Carstens von dir grüßen? Unbedingt. Oh, ich mal suche sie mal auf Fehmarn. Ja. Komm, Paul, Schwung ausnutzen. Sesa geht auch. So. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Und weg sind sie. Den Hauptpreis für die Spendentombola am Fahrradladen abholen. Sehr gut. Ja, und der Bürgermeister kann das Kinderfest morgen erst um 16 Uhr eröffnen. Ausgezeichnet. Ja, aber auf den Plakaten haben wir die Eröffnung für 15 Uhr angekündigt. Ach so. Ja, das ist natürlich schlecht. Hallo. Hallo. Ich wollte euch nur schnell die Topfpflanzen für eure Tombola vorbeibringen. Frau Lüders, Sie entschuldigen uns? Ja. Ich frage noch mal im Rathaus nach. Vielen Dank. Vielleicht kommt der Bürgermeister ja doch ein bisschen früher. Tschüss. Tschüss. Ganz schön viel Arbeits- und Kinderfest zu organisieren. Hm? Ach, dafür habe ich ja Frau Lüders. Hey, was ist denn los? Bedrückt dich was? Falk Landau erpresst Thomas und mich. Was? Er hat damit gedroht, unsere Affäre publik zu machen, wenn ihm nicht die Genehmigung für das Casino erteilt wird. Dieser Mistkäfer. Ich konnte das erst gar nicht glauben, als Thomas mir das erzählt hat. Doch, ich glaub das sofort. Nach dem, was der mit Gesa abgezogen hat, da traue ich dem alles zu.
Falls er euer Verhältnis tatsächlich publik machen sollte, was wären denn die Konsequenzen für euch? Naja, für Thomas war das ja nie ein Problem, die Beziehung öffentlich zu führen. Aber jetzt, nachdem so viel darüber geschrieben und diskutiert wurde. Schade, dass sein Ruf als Stadtrat. Falk Landau versteht es wirklich, Menschen unter Druck zu setzen. Und das Schlimme ist, er kommt damit durch. Erst Gesa, jetzt ihr. Das wird er nicht. Was hast du denn vor? Druck erzeugt Gegendruck. Herr Landau wird mich kennenlernen. Kupfer oder Zange? Du weißt doch, in meinem Beruf arbeitet man mit dem Holzhammer. Hallo, Oliver. Ja? Ist die Kommode noch zu retten? Ja, die Schubladen sind ein bisschen verzogen. Aber mit ein bisschen Leim an der einen oder anderen Stelle ist das Ding bald wie neu. Womit fangen wir an? Du könntest schon mal anfangen, hier die Unebenheiten hier an den Schubladen abzuschleifen. Guck mal, hier ist Schleifpapier. Ja. Einfach rüber. Genau. So. Siehst du hier, da ja. Und da an den Enden. Alles klar. Also ich habe die Sperrarbeit. Sozusagen. Macht ja richtig Spaß. Wie bist du überhaupt Restaurator geworden? War das ein Kindheitstraum, oder? Hör mal, als Kind wollte ich Lokomotivführer werden. Ich auch. Und dann Testpilot. Nachdem das mit Nora und mir auseinandergegangen ist, bin ich nach Hamburg gegangen und habe ein Kunststudium angefangen. Was? Nach Nora und mir bin ich nach Hamburg gegangen und habe ein Kunststudium angefangen. Ah. Hast du auch abgeschlossen? Ja. Jetzt weiß ich, woher mein Faible für Kunst kommt. Nora und Rüdiger waren nicht sonderlich interessiert an Kunst. Hast du bestimmte Vorlieben? Ich mag die Impressionisten. Van Gogh natürlich, Degas, Renoir. Ich liebe das Licht in ihren Bildern. Soll ich dir was sagen? Ich habe meine Abschlussarbeit über Van Gogh geschrieben. Ah, echt? Ja, und nach meinem Studium bin ich dann nach Mexiko gegangen. Aus einem geplanten vierwöchigen Urlaub sind über 2 Jahre geworden. Was hat dich gehalten? Mexico City, oder? Das weniger. Raphael, mein Lehrer, weißt du, von dem ich wieder neulich erzählt habe? Ja. Von dem habe ich handwerklich alles gelernt, was ich heute kann. Das ist schon ein besonderes Geschenk, einen Beruf auszuüben, den man sehr liebt. Dann drücke ich einfach auf Enter. Ja, und schon ist der Ton in deine Präsentationsfolie eingebaut. Das ist wirklich faszinierend und eigentlich gar nicht so schwer. Ja, wenn man das einmal raus hat, dann... Was macht ihr denn hier? Ich bringe Johanna Präsenter bei. Ja. Die Grundfunktion. Wozu das? Um ein Mehrgenerationenprojekt im Stadtrat ansprechend zu präsentieren. Mama, tut mir leid, dass ich vorhin zu schroff zu dir war. Entschuldige. Das ändert nichts daran, dass deine Idee laut wissenschaftlicher Studie an den Bedürfnissen der Senioren vorbeigeht. Nach meiner Studie, mein lieber Junge, wollen 100% der von mir Befragten mein Mehrgenerationen-Wohnprojekt lieber als dein nobles Altersheim. Also ihr entschuldigt mich kurz und wenn ich zurückkomme, dann siehst du dir vielleicht endlich mal meine Bilderauswahl an. Versprochen. Welche Studie? Na, ich habe 15 Lüneburger Senioren befragt und von den 15 Lüneburger Senioren finden 15 meine Einschätzung der Dinge wesentlich interessanter. 15? Ja. Von 30.000 Senioren im Kreis Lüneburg. So eine Stichprobe sagt doch überhaupt nichts über die Bedürfnisse des Durchschnittsrentners aus. Ja, wir sprechen auch nicht über den Durchschnittsrentner, mein lieber Junge, sondern über Lüneburger Senioren. Also Mama, ich will mich mit dir nicht streiten. Der Stadtrat ist meinem Projekt gewogen und die Finanzierung aus EU-Mitteln ist mir so gut wie sicher. Was, du sprichst von meinen EU-Fördermitteln, die ich für Lüneburg als barrierefreie Stadt 2011
gewonnen habe. Mama, es sind nicht deine Fördergelder und gewonnen hat sie die Stadt. Und deshalb wird auch der Stadtrat über die Verwendung beschließen und nicht eine Johanna Jansen. So. Ja. Na, das werden wir ja aber erst sehen. Ach, Mama, jetzt komm. Nein, also wirklich. Der Bessere möge gewinnen. Wie du willst. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Stadtrat Jansen einknickt, um den guten Ruf seiner Äbtissin nicht zu gefährden. Und dass er die Gewerbegenehmigung nicht nur erteilt, sondern deren Erteilung auch beschleunigt. Gratuliere. Und dann kann dein Timmy endlich mit einem verlässlichen Bauunternehmer mit dem Bau und der Planung meines Casinos beginnen. Mein Tim gondelt lieber mit Gesa über die Ostsee. Ach, die Bootsüberführung, ja. Du hast die beiden alleine fahren lassen? Gesa hat mich ausgeladen. Und sie schippern jetzt alleine auf dem neuen Boot Richtung Sonnenuntergang? Sie bleiben nicht über Nacht. Romantik ist keine Frage der Tageszeit. Paul ist dabei. Familie. Wie in guten alten Zeiten. Oh, du bist wirklich nicht besonders hilfreich. Und du bist besonders naiv. Du weißt genau, dass Timmy noch an Gesa hängt. Wenn die nur mit dem Finger schnippt. Die schnippt nicht. Und Tim hat sich mit der Trennung abgefunden. Inszeniere einen Abgang. Dann wird Timmy zu dir gerannt kommen und du bist diese lästige Schwangerschaft los. Bist du irre? Das Kind ist die einzige Garantie, dass Tim bei mir bleibt. Und wie lange glaubst du, dass Tim dir das noch abnimmt? Willst du dein Kleid auspolstern, oder? Sag deinem Chef, er soll mich anrufen. Seesack im Hafen vertauscht haben? Der genauso aussah wie unserer. Ja, nur dass er bis zum Rand voll mit Frauenklamotten war. Ja, aber zum Glück war es warm und du musstest nicht drauf zurückgreifen. Obwohl, so ein kleines Röckchen hätte dir super gestanden. Wie sieht euch hier bei den kleinen Paul, als er alleine und hungrig auf dem Leuchtturm saß? Ne? Ah, das war auch eine super Geschichte, aber wir haben uns gerade über was anderes amüsiert. Kommst du da unten? Ja. Ah. Wir hatten schon schöne Zeiten. Hatten wir, ja. Upp, Frau Haberland. Ich will Ihr Geld nicht. Haben Sie einen anderen Spender gefunden? Sie können sich Ihr schlechtes Schauspiel wirklich sparen. Herr Jansen und ich, wir werden nicht auf Ihre Erpressung eingehen. Welche Erpressung? Gut, wenn Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, dann machen Sie unsere Affäre gerne publik. Aber Sie werden sich eine Gewerbegenehmigung nicht erpressen können. Sie und Stadtrat Jansen? Das wusste ich nicht. Frau Haberland, ich will niemanden erpressen. Sie haben Herrn Jansen gedroht. Da muss Herr Jansen irgendetwas gründlich missverstanden haben. Wollen Sie sich das mit der Spende nicht noch mal überlegen? Ah, die sind ja sehr schön gängig. Ja, ich habe mich auch angestrengt. Und dann? Ja, und ein Jahr später war ich mit der Doktorarbeit fertig. Magna cum laude. Donnerwetter. Da standen die sich ja alle Wege offen, was? Berlin, München, Zürich. Und warum bist du ausgerechnet in den Lüneburg gelandet? Weil ich gehofft habe, dich hier zu finden. Was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Imbiss nehmen? Das haben wir uns doch verdient jetzt, oder? Pommes? Die besten gibt's in der Altstadt.
Ja, ich würde sagen, du hast noch einen Grund wiederzukommen. Nochmal von vorn. Machen wir eigentlich die Kommode fertig? Ich melde mich dann. Es läuft uns ja nicht weg. Wann immer du willst. Dein Tempo. Sie fällt dir her? Falk Landau weiß jetzt von unserer Affäre. Ja, aber das war ihm doch schon längst bekannt. Was? Er hat alles geleugnet. Ja, natürlich leugnet er alles. Er will ja nicht seine weiße Weste mit Erpressung beschmutzen. Was wolltest du überhaupt bei ihm? Ich wollte ihm die Spende zurückgeben. Warum das? Warum? Weil ich ihm zeigen will, dass wir nicht erpressbar sind. Ja, das ehrt dich. Aber mit Moral kommst du solchen Typen nicht bei. Moral ist für die wie ein Fremdwort. Was machen wir denn jetzt? Ja, früher oder später werden es ohnehin alle wissen. Das wissen schon echt zu viele von uns. Willst du abwarten, bis uns das Ganze hier um die Ohren fliegt? Du hast recht. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Nicht schieben, nichts. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen, das Fahrrad aus dem Kofferraum zu hieven? Kein Problem, Frau Lüders. Es ist der Hauptpreis für die Tombola auf unserem Kinderfest. Wolltest du nicht gerade an deinem kleinen Madonnenschrein weiterarbeiten? Ich helfe Ihnen, ich wollte sowieso gerade gehen. Ach, Frau Lüders, darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Dr. Oliver Habenberg, Neurologe. Nur herausheben. Schieben kann ich es allein. Nur weil wir einen netten Vormittag zusammen hatten, heißt das nicht, dass du mich hier gleich als deinen Sohn präsentieren kannst. Entschuldigung, ich wollte dich nicht... Mein Tempo. Das hast du selbst gesagt. Entschuldige. Der Garten, der war immer mein mich inspirierender Rückzugsort. Aber seitdem wir aus Versehen auf Pauls Fotos geraten sind, können wir uns noch nicht mal mehr hier ungezwungen bewegen. Und dann bringt meine Mutter das Thema Keuschheitsgelübde für Äbtissinnen auch noch in die Zeitung. Und die Erpressung von Falk Landau. Also solange er meine Stimme für den Casinobau braucht, wird er es kaum wagen, unsere Beziehung in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber du hast recht. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Hier habe ich vor 2 Jahren ein neues Zuhause gefunden und mein Amt als Äbtissin füllt mich wirklich aus. Ja, du hast eine Menge erreicht. Das müsste ich alles aufgeben, wenn wir unsere Liebe offen leben wollen. Du weißt, was ich für dich empfinde. Nachdem Maike sich von mir getrennt hat, dachte ich eigentlich nicht, dass ich mich jemals wieder auf jemanden einlassen kann. Nach dem Tod meines Mannes schien mir auch viele Jahre unmöglich, eine neue Beziehung zu führen. Aber mit dir fühlt es sich so an, als könnten wir von vorne anfangen. Entschuldige bitte. Frau Lüders, ja. Ja, natürlich eröffne ich das Kinderfest, wie jedes Jahr um 15 Uhr. Nein, Sie können die Luftballons schon herrichten. Gut, vielen Dank. Bis morgen.
Die Pflicht ruft. Christa, verstehe mich bitte nicht falsch. Aber ob wir eine Chance haben, liegt bei dir. Ich wünsche mir nichts sehnlicher. Du weißt genau, dass Timmy noch an Lisa hängt. Wenn die nur mit dem Finger schnappt. Was ist mit dir? Bist du glücklich? Ich war schon mal glücklicher. Beruflich ist es zurzeit ziemlich angespannt. Sophie ist an meiner Seite. Und sie ist schwanger. Ich werde sie nicht allein lassen. Ich erinnere mich an die erste Begegnung mit Sophie. Sie saß auf meinem Stuhl. Manchmal denke ich daran, wie alles gekommen wäre, wenn ich sie damals nicht eingestellt hätte. Was willst du damit sagen? Denke an den ungekippten Farbtopf auf der Präsentation. Das Desaster mit dem Musterzimmer und dem Kleber. Oder dieser Fastunfall auf der Straße mit ihr. Bitte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Seit Sophie auf der Bildfläche aufgetaucht ist, begann es zwischen uns zu kriseln. Weil du sie von der ersten Sekunde an abgelehnt hast. Weil sie von Anfang an gegen mich gearbeitet hat. Ihretwegen musste ich aus dem Drei-Könige-Projekt aussteigen. Du musstest nicht, du wolltest. Sophie ist nicht der Sündenbock für alles. Sag mal, müssen wir nicht ein bisschen mehr nach Steuerbord? Außerdem verdrehst du da ein bisschen was. Wegen Sophie haben wir uns beide nicht getrennt. Sondern weil du mich wegen einem anderen Mann verlassen hast. Paul, komm mal her. Bring mal deine Mutter und das Schiff wieder auf Kurs. Okay. Ja? Sophie? Was gibt's denn? Ich hab unser Kind verloren. Du hattest eine Fehlgeburt? Lisa!